Anton Zeilinger ist jemand, der eigentlich keine Einführung benötigt. Anton hat heute, deswegen sind wir alle hier, Sie wissen das, den Nobelpreis für Physik 2022 zugesprochen bekommen für Experimente mit verschränkten Photonen, für die Etablierung der Verletzung der Bellung-Gleichung und für bahnbrechende Arbeiten in der Erforschung der Quanteninformation. Anton, ich darf das jetzt ganz persönlich nur sagen, wir haben uns narrisch gefreut. Ja, das war Zeit sozusagen und meine Nachricht an dich war, na also. Gratulation zum Nobelpreis für Physik. Naja, das ist natürlich erstmal eine große Auszeichnung für Anton Zeilinger, aber es ist natürlich auch für die Universität Wien, für das Institut für Physik ein ganz toller Moment, weil eben öffentlich sichtbar wird, wie Investitionen und auch jahrzehntelange Investitionen in die Grundlagenforschung Früchte tragen können. Und das ist im Moment ein sehr wichtiges Signal auch in die Politik hinein, Grundlagenforschung und eben die gesellschaftlichen Beiträge und die Wirkung der Universität Wien. Es ist nur möglich gewesen, weil mir die Chance gegeben wurde, schon von sehr früh an die Dinge zu machen in der Physik, die mich interessiert haben. Ohne Rücksicht darauf, ob das vielleicht irgendwo einen Nutzen haben könnte und so weiter und so fort. Im Gegenteil sogar. Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt von der Presse, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut. Das mache ich nur aus Neugierde, weil ich von der Quantenphysik von Anfang an, wo ich zum ersten Mal davon gehört habe, vollkommen begeistert war. Man muss seiner Intuition, man muss seinen Spinnereien ein bisschen vertrauen. Es ist einfach toll, dass gute Forschung belohnt wird und es zeigt einfach, dass man neugierig sein muss und Dinge tun, von denen man nicht weiß, wohin sie führen. Also ein ganz großes Plädoyer für die Grundlagenforschung. I think it's a great thing that Austria as a country has decided to support research and give a lot of funding into fundamental research. It's what Anton has already said it on the press conference, but things that are interesting because they're interesting, not because what you can do with them. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gibt es schon konkrete Anwendungen? Die Sache ist die Anwendung, die am weitesten gediehen ist, Quantenkryptographie. Also die Verschlüsselung von Nachrichten auf eine Weise, wie sie nicht, grundsätzlich nicht gebrochen werden kann, fundamental. Der Nobelpreis hat einen ganz starken Leuchtturmcharakter. Er zeigt hier, dass die Grundlagenforschung, wie sie Anton Zeilinger betrieben hat, der richtige Weg war und ist, dass hier echt bahnbrechende Sachen mit Anton Zeilinger gemacht worden sind, die auch jetzt weiterverfolgt werden und praktisch bestätigen, dass diese Forschungsrichtung hier am Standort Uni Wien ein spannendes Gebiet ist und einfach hier absolut weitergemacht werden soll. We already knew how important the research from Zeilinger was. So for us it was not like a big surprise, but it's good that many people around the world maybe now will investigate deeper what Zeilinger has done and maybe will get interested in these topics. I think it's a great opportunity to attract new people and also get younger people interested in quantum information. Aber eine sehr vielversprechende Entwicklung sind in letzter Zeit Quantensimulatoren, also Quantencomputer, die sozusagen gebaut sind für bestimmte Prozesse, für Nachahmung von Phänomenen in Festkörpern und so weiter. Und da gibt es in der letzten Zeit einige hochinteressante Resultate, die aber für einen Otto-Normalverbraucher noch nicht so weit sind. Er hat halt in all diesen Institutionen nicht nur als Forscher, sondern auch als steuerndes Element sozusagen gewirkt in vielen hohen Funktionen und hat sehr viel beeinflusst. Also dass Österreich so stark in der Quantenoptik, Quantenphysik aufgestellt ist, ist zu einem ganz, ganz großen Teil auch Anton Zeilingers Verdienst. Und ich möchte mich bei der Universität Wien bedanken, die mich dann hierher geholt hat und die Möglichkeit gegeben hat, hier weiterzuarbeiten und auch diesen Dingen aufbauend als Professor an der Universität und dann auch
auch als einer der Gründungsdirektoren des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation. Ich bin ja ein Schüler von Anton Zeilinger, das war ein Doktorvater, und so ist es natürlich besonders schön, wenn der Doktorvater den wohlverdienten Nobelpreis bekommt. Das ist eine ganz herausragende Leistung, die dem Anton eigentlich immer schon seit langem gebührt hat. Für die Fakultät ist es ein Glücksfall. Für die Zukunft bedeutet es natürlich einen nicht mehr zu toppenden Imagegewinn und eine Sichtbarkeit, die wir uns immer gewünscht haben. Von der Zukunft erwarte ich mir, dass wir als Uni Wien weiterhin den guten Weg, den wir gegangen sind und gerade gehen und weitergehen wollen, dass wir den weitergehen können, dass wir exzellente ForscherInnen fördern können und ihnen auch die notwendige, teure Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Wir haben persönlich gratuliert, also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch einfach zu einem großartigen Lebenswerk und zu einer Vision, die er über Jahrzehnte gehabt hat. Und das hat er ja vorhin selbst betont. Man muss immer beim Thema bleiben, muss an seine Vision glauben und auch dann, wenn man eigentlich schon am Ziel ist, immer nochmal verbessern und im Detail weitermachen. Großartig. Anton, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Nobelpreis.